Danke, dass ihr den Weltspiegel-Podcast hört. Werdet Teil unserer Community auf Instagram, YouTube, TikTok und in der ARD-Audiothek und verpasst keine Folge mehr. Der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang, diesmal mit Philipp Abresch. Heute mal mit einem etwas anderen Weltspiegel-Podcast. Wir sind diesmal nicht im Studio in Hamburg, sondern machen eine Folge von draußen, von unterwegs. Diese Folge führt uns nach Singapur, nach Bangkok und über die thailändisch-burmesische Grenze mitten hinein in die abgelegenen Wälder, Hügel und Dörfer Myanmars. Viele Deutsche machen ja so gerne Urlaub in Thailand, aber von den Touristen-Hotspots in Phuket zum Beispiel oder in Chiang Mai ist es überhaupt nicht weit nach Myanmar. Dort hat vor über 3 Jahren das Militär die demokratisch gewählte Regierung geputscht und seitdem versinkt das Land in einem schlimmen Bürgerkrieg. Sprechen wir heute drüber im Weltspiegel-Podcast über Myanmar mit 3 tollen Kolleginnen und Kollegen, mit unserer burmesischen Mitarbeiterin und Journalistin La Se, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland nach Thailand flüchten musste. Wie abenteuerlich und wie gefährlich das war, erzählt sie uns ein bisschen später heute im Podcast. Und wir sprechen mit unseren beiden Korrespondenten für Südostasien, Christiane Justus und Florian Barth. Und das ist selten im Podcast, wir stehen uns live und in echt gegenüber, hier bei uns im ARD-Studio in Singapur. Welche Freude. Hi Christiane, hi Florian. Herzlich willkommen zurück in Südostasien. Hallo Philipp. Vor ein paar Tagen an der burmesisch-thailändischen Grenze in Mae Sariang in Nordthailand. Ich will mir einmal mit eigenen Augen angucken, wie es dort aussieht. Wie es ist, wenn man vom Frieden in Thailand rüberguckt in ein Land im Krieg. Hier in Mae Sariang verläuft die Grenze durch einen Fluss. Auf thailändischer Seite grasen Wasserbüffel am Ufer. Gelegentlich sieht man ein paar thailändische Soldaten. Kleine Wegweiser führen zur Touristeninformation, zur Kaserne oder zum Massagesalon. Und dann gibt's einen richtigen tropischen Regenschauer und ich bin klatschnass. Was mich verwundert, auf den ersten Blick sieht hier an der Grenze alles nach Frieden aus. Aber das ist der Blick von der thailändischen Seite aus. Drüben ist es eben ganz anders. Da wird gekämpft. Da geht das burmesische Militär unglaublich brutal auch gegen wehrlose Zivilisten vor und beschießt Dörfer mit Kampfflugzeugen aus der Luft. Florian, du warst drüben in Myanmar, um dir ein eigenes Bild zu machen als Journalist. Sicherlich keine einfache Reise. Erzähl mal, wie bist du dort hingekommen, wie bist du dort rübergekommen über den Fluss? Jetzt stellst du mir die erste Frage und schon will ich sie nicht beantworten. Ich habe das den Menschen vor Ort versprochen, dass ich nicht genau sage, wie wir reingekommen sind, wo wir reingekommen sind und mit wem wir gesprochen haben. Es liegt einfach daran, wenn das Militär rausbekommt, dass die mit deutschen westlichen Journalisten gesprochen haben, dann kann es sein, dass am nächsten Tag die Polizei vor der Tür steht, dass sie ins Gefängnis kommen, gefoltert werden. Und deswegen kann ich nur so ungefähr erzählen, wie das gelaufen ist. Also wir haben schon Wochen vor unserer Einreise Kontakt gehabt mit Vertretern der KNU. Das ist die Karen National Union. Das ist also eine Organisation, die eine bestimmte Provinz vertritt. Myanmar besteht ja aus ganz vielen einzelnen ethnischen Provinzen und Einheiten. Und die liegt an der thailändischen Grenze. Und dann haben wir uns in einem Hotel in einer thailändischen Grenzstadt getroffen mit Vertretern von denen. Das waren ganz konspirative Bedingungen. Also wir wussten gar nicht, an welcher Adresse das ist. Aber dann haben wir das Haus irgendwann gefunden. Und dann kommen wir rein und dann sitzen da 5 Vertreter, teilweise Soldaten, teilweise in Zivil, an einem langen Tisch. Und die wollten uns erstmal kennenlernen. Also was wollen wir da genau filmen? Was ist die ARD überhaupt für ein Sender? Was haben wir für Fragen? Und was wollen wir sehen? Das haben wir mit denen besprochen. Dann haben die sich kurz beraten und haben gesagt, okay, wir holen euch morgen früh um 6:30 am Hotel ab. Das haben sie dann auch gemacht mit einem uralten Pickup-Truck. Sind mein Kameramann Dominik und ich eingestiegen und wir sind erstmal 3 Stunden lang Auto gefahren, bis wir irgendwann angehalten haben an einem Grenzfluss. Das ist der Grenzfluss zwischen Myanmar und Thailand. Und da sind wir in ein wackeliges Holzboot gestiegen und über den Fluss gefahren, 100 Meter breit ungefähr, und dann waren wir drüben. Und ziemliche Strömung, ne? Habe ich gesehen. Relativ starke Strömung und diese Boote sind wirklich ganz klein, das ist dann auch unauffälliger. Und an dieser Stelle muss man sagen, da werden auch Waffen, Medikamente, Nahrungsmittel geschmuggelt von einer auf die andere Seite. Und deswegen hatten die ein großes Interesse daran, dass das nicht auffliegt, was wir da machen.
Kurze Länderkunde Myanmar. Das Land liegt, grob gesagt, zwischen Indien und Thailand. Im Norden, an den Ausläufern des Himalaya, grenzt Myanmar an China. Myanmar ist ein Vielvölkerstaat. 54 Millionen Menschen leben im Land. Überwiegend buddhistische Burma, also die Burmesen. Aber auch christliche Karen, die Shan, die Chin, die Kachin, auch muslimische Rohingya. Das Land ist unglaublich reich an Bodenschätzen. Öl, Teakholz, Gold, funkelnde Edelsteine. Myanmar hieß nicht immer Myanmar, früher nannte man es Burma. Das Land war eine britische Kolonie. Anfang der 60er Jahre übernimmt das burmesische Militär die Macht. Die Generäle schotten das Land international ab und gehen brutal gegen die eigene Bevölkerung vor. Gegen Mönche, Studenten, Oppositionelle. Ein Nordkorea unter Palmen. Im Jahr 2011 öffnen die Generäle vollkommen überraschend das Land. Es gibt freie Wahlen, ein demokratischer Frühling. Aber nach nur ein paar Jahren wird dieses Experiment brutal beendet. Ihr seid mit dem kleinen Boot über den Grenzfluss auf der anderen Seite dann angekommen, du und dein Kameramann Dominik. Und was passierte dann? Wir sind dann ausgestiegen und waren direkt in einem Waldstück und sind dann erstmal zu Fuß gegangen. Wir hatten ganz kleines Equipment dabei. Also mein Kameramann hatte eine Kamera dabei, die so aussieht wie ein normaler Fotoapparat, also unauffällig. Wir sind mit unserem Begleiter dann durch den Wald gewandert. Das waren kleine Hütten, Holzhütten. Ein paar Familien haben da gekocht, Kinder haben da gespielt, aber ganz vereinzelt und im Schatten der Bäume. Und dann hat uns wieder ein anderer Pickup-Truck abgeholt und wir sind wieder weiter durch den Wald gefahren, durch einen undurchsichtigen Wald, unbefestigte Straßen. Und irgendwann kamen wir dann an so einem größeren Haus an, das sah aus wie so eine etwas heruntergekommene Jugendherberge. Und da war dann der Kommandeur von dieser Rebelleneinheit und hat uns erstmal begrüßt mit viel zu süßem Tee und gebratenen Schnecken. Lecker. Und hat uns erstmal willkommen geheißen und von da aus ging es dann weiter. Warum wolltest du da eigentlich hin und dir das angucken? Ich finde es einfach grundsätzlich wichtig, dass über Konflikte, die vergessen sind, über die kaum jemand spricht, dass wir darüber auch berichten in der ARD. Es gibt ja ganz viele Krisen zurzeit auf der Welt, in der Ukraine, in Gaza. Und wir finden es wichtig, dass wir einfach auch da sind, wo die Menschen seit Jahren unter Diktaturen und Unterdrückung leiden. Und das ist in Myanmar der Fall. Also nach dem süßen Getränk und den Schnecken ging es dann aber weiter zu einem Stützpunkt dieser Rebellengruppe, richtig? Genau, das war der militärische Arm der Karen, also die Karen National Liberation Army. Und die haben da trainiert. Das war so eine Art Kaserne. Sehr einfach, sehr rustikal, keine Fenster in den Gebäuden, alles aus Holz. Und die haben da trainiert. Also die haben Ausdauertraining gemacht, Krafttraining, Schusstraining, wie man das in Deutschland oder in anderen Armeen auch machen würde. Das haben sie da im Schutz der Bäume und im Wald gemacht. Und da konnten wir dabei sein und das angucken. Der Putsch. Februar 2021. Die Sonne ist gerade aufgegangen, da rollen Panzer aus ihren Kasernen. Die Welt erfährt davon durch ein Fitnessvideo aus der Hauptstadt Naypyidaw. Während die Yogalehrerin ihr Musikvideo ins Netz streamt, fahren im Hintergrund die Panzer auf. Armeechef Ming Aung Hlaing will die Macht an sich reißen. Seine Widersacherin Aung San Suu Kyi lässt der Machthaber festnehmen. Viele Menschen gehen gegen den Putsch auf die Straße. Anfangs wie ein Volksfest, kreativ und bunt. Orchester spielen auf, Breakdancer übernehmen die Straße, die Bodybuilder zeigen ihre Muskeln. Vor allem die Jungen haben 10 Jahre lang Demokratie und Aufbruch genossen. Sie wollen ihre Freiheit verteidigen. Was dann aber geschieht, lässt der Welt den Atem stocken. Das Militär schickt seine härtesten Truppen gegen die eigene Bevölkerung. Wer kann, verlässt das Land oder schließt sich dem Widerstand an. Es gibt ja viele Gruppen, die schon seit vielen Jahrzehnten auch kämpfen gegen die Regierung in Naypyidaw, der Hauptstadt von Myanmar, gegen das burmesische Militär. Einige Gruppen sind aber noch ganz jung, die haben sich gerade erst gegründet nach dem Putsch und viele von diesen Kämpfern, das sind noch ganz junge Leute, ne? Genau, also diese Armeeeinheit, die wir da getroffen haben, das war ein ganz bunt gemischter Haufen. Zum Teil waren das erfahrene Soldaten, die auch früher schon in ihren regionalen Armeen gekämpft haben. Zum Teil waren das auch Überläufer vom Militär, von der Militärjunta. Zum Teil waren das aber auch Studenten aus Yangon oder aus größeren Städten wie Mandalay, die sich gesagt haben, wir wollen das nicht mehr hier, dieses Leben in der Unterdrückung,
die Diktatur, wir wollen Frieden, wir wollen Demokratie und wir wissen nicht, wie wir das erreichen können. Die einzige Möglichkeit, wie wir das schaffen können, ist, wir beteiligen uns am Widerstand und kämpfen gegen das Militär und haben sich dann diesen Rebellengruppen angeschlossen. Das sind ja junge Leute, die hatten vielleicht ganz andere Pläne für ihr Leben, ne? Die haben vielleicht Medizin studiert oder Jura oder haben irgendwie in einem Laden gearbeitet und jetzt haben sie sich den Krieg quasi selber beibringen müssen, richtig? Genau, die haben eigentlich ganz andere Ziele und Wünsche und auch Visionen für ihr Land. Die lieben ihr Land, die sind heimatverbunden und teilweise patriotisch, aber sie wollen halt in einer Demokratie und in Frieden leben und wollen ihre Ziele verwirklichen. Und sie hoffen alle, dass diese Zeit, wo sie jetzt sich den Rebellen angeschlossen haben, dass das eine vorübergehende Zeit ist und dass sie dann irgendwann wieder in ihren ursprünglichen Beruf zurückkehren können. Was haben die dir eigentlich erzählt? Die haben mir vor allem erstmal ihre Waffen gezeigt. Und das war wirklich haarsträubend, was wir da gesehen haben. Was total auffällig war, das war ein bunter Mix aus verschiedenen Jahrgängen von verschiedenen Herstellern aus unterschiedlichen Staaten. Also wir haben da russische Exemplare von 1950 gesehen. Uralt. Wir haben amerikanische Waffen aus den 90er Jahren gesehen. Teilweise haben die sich die Waffen auch selber zusammengebaut aus noch funktionierenden Teilen von bereits zerstörten Waffen. Also wirklich haarsträubend. Ein Land im Krieg, ich kann mir vorstellen, das ist nicht nur für die Kämpfer eine ganz schwere Zeit, sondern vor allem auch für die Zivilbevölkerung, ne, die dort lebt. Ist es nicht unglaublich schwer und gefährlich für die Menschen dort? Die Menschen dort leben mit der permanenten Angst, dass irgendwann irgendwas passieren kann. Dass es zum Beispiel einen Luftschlag gibt von der Armee oder dass eine Drohne kommt und sie beschießt. Es gibt fast täglich Meldungen von Angriffen auf Marktplätze, auf Schulen, auf Dörfer. Und diese Angst, die ist permanent da, weil es eben keinen klassischen Frontverlauf gibt, wo man so ein bisschen absehen kann. In Myanmar ist das alles punktuell. Es gibt ganz überraschende Angriffe. Manchmal bleibt es auch tagelang ruhig, manchmal bleibt es wochenlang ruhig. Und diese permanente Anspannung, die ist natürlich total schwierig für die Menschen. Und dazu kommt natürlich, dass einfach die Versorgungslage insgesamt mit Benzin, mit Lebensmitteln, mit Medikamenten über die Zeit der Diktatur immer schlechter geworden ist. Und alles, was sie brauchen, kommt wahrscheinlich von der thailändischen Seite. Das meiste, was in den grenznahen Gebieten ins Land kommt, kommt aus Thailand oder eben aus China im Norden. Aber sie sind natürlich auch darauf angewiesen, dass zum Beispiel Benzin oder Medikamente auch aus dem Zentrum kommen. Und da hapert es halt in letzter Zeit. Das merkt man daran, dass oft Sprit fehlt für die Motorräder oder für die Generatoren, dass weniger Lebensmittel im Umlauf sind und auch in den Krankenhäusern merkt man das, dass es überall an Medikamenten fehlt. Du warst ja auch in einem Krankenhaus, wie war dein Eindruck? Das ist ein Krankenhaus, in dem wir als westliche Europäer nicht gerne landen möchten. Unhaltbare hygienische Zustände, 30 Leute in einem Raum, es war schlechte Luft, es hat gestunken und dann haben wir den Arzt getroffen, den einzigen Arzt, der da gearbeitet hat, der verzweifelt war, weil er viel zu wenig Medikamente hat und viel zu wenig Ausrüstung. Manchmal fehlt Sprit für den Generator, der die Geräte antreibt, die das Operationsbesteck sterilisieren kann. Und er hat gesagt, jeden Tag muss ich die Entscheidung treffen, wen operiere ich zuerst? Die Frau, die einen Kaiserschnitt benötigt oder den Mann mit dem komplizierten Oberschenkelbruch, weil er mit dem Moped einen Unfall gehabt hat. Wer hat Zeit, länger zu warten? Das sind ganz schwierige Entscheidungen, die er jeden Tag treffen muss. Und diese Lage hat sich nach seinen Worten auch verschärft in letzter Zeit. Florian, Christiane, wir zeichnen ja hier in Singapur auf, im ARD-Studio. Ihr schaut von hier aus auf ganz Südostasien. Ihr habt insgesamt 13 Länder, über die ihr berichtet. Und Myanmar gehört auch zu eurem Berichtsgebiet. Christiane, du warst in Mesot vor einiger Zeit. Das ist der thailändische Grenzort gleich gegenüber von Burma. Und viele Menschen aus Myanmar sind genau dorthin geflüchtet. Was würdest du sagen, wie geht's den Menschen dort? Die Menschen, die aus Myanmar geflüchtet sind, die leben weiterhin eigentlich in großer Unruhe, aber wissen natürlich jetzt, dass sie zumindest erstmal nicht bombardiert werden oder beschossen werden, wenn sie drüben auf der anderen Seite eben in Thailand Unterschlupf gefunden haben. Das, was sie uns erzählt haben, die jungen Leute, die wir interviewt haben, mit denen wir gesprochen haben, die erzählen alle, dass das nicht ihr Plan war, zu flüchten. Die wollten nicht flüchten, die wollten eigentlich in ihrem Land bleiben. Und die sagen,
Es ließ sich aber quasi nicht mehr anders dort überleben. Und das hat auch einen Grund, dass das Militär in Myanmar zu einem perfiden Maßnahme gegriffen hat. Und sie haben die Wehrpflicht eingeführt in diesem Frühjahr. Und das heißt, alle Menschen zwischen 18 und 35, vor allen Dingen die Männer, werden rekrutiert und müssen dann quasi in einem Bürgerkrieg gegen ihresgleichen kämpfen. Nicht gegen ausländische Feinde oder sonstige Feinde, sondern eigentlich wirklich gegen ihr eigenes Volk, gegen Nachbarn, gegen Landsmänner. Und das hat sehr, sehr viele dazu gebracht, doch zu flüchten, die es nicht vorhatten. Und das sind jetzt wirklich sehr, sehr viele, die in diesem letzten halben Jahr nach Thailand rübergekommen sind. Und sie sind genau über diesen Fluss, von dem eben Florian erzählt hat. Nur in die andere Richtung. Genau, in die andere Richtung und sind jetzt in Thailand einerseits geschützt vor dem Krieg in Myanmar, aber frei sind sie in Thailand ehrlich gesagt auch nicht. Denn sie haben ja keinen Aufenthaltsstatus, sie haben vielleicht noch burmesische Pässe, aber keinen Einreisestempel für Thailand. Wie muss ich mir da den Alltag der Menschen vorstellen auf thailändischer Seite? Es ist irgendwie so unheimlich ambivalent. Einerseits braucht Thailand genau diese Menschen aus Myanmar für Arbeiten in der Landwirtschaft, in der Fischerei, auch in Hotel und Gastronomie sind sehr viele Menschen aus Myanmar angestellt und auch viele ohne Dokumente. Und das läuft sozusagen einfach so im Versteckten. Jeder irgendwie bezahlt ein bisschen dafür, dass das nicht rauskommt. Das ist der eine Teil, wo man sagen kann, okay, da gibt es die Möglichkeit, Arbeit zu finden auf der Seite. Und dann gibt es aber trotzdem die permanente Angst, auf der anderen Seite doch von thailändischen Behörden gecheckt zu werden. Und gerade jetzt, seitdem es die Wehrpflicht gibt, ist diese Angst natürlich sehr, sehr viel größer, von thailändischer Behörde ausgeliefert zu werden, zurück nach Myanmar und dann eigentlich direkt rekrutiert zu werden. Und jetzt gerade in den letzten Wochen gab es doch sehr verstärkt nochmal Checks von thailändischen Polizisten in dieser Grenzstadt Mesot, wo wirklich einfach nur eine Brücke rübergeht nach Myanmar, eben über diesen Grenzfluss. Und das führt eben dazu, dass die Menschen einfach große Angst haben, weil sie können nichts vorweisen. Tja, wie geht's eigentlich den Menschen, die Myanmar verlassen mussten und nach Thailand geflüchtet sind, den vielen jungen Menschen? Genau so jemanden habe ich getroffen, unsere langjährige burmesische Kollegin Lasi. Über Bangkok geht ein Wolkenbruch nieder. Schon beim Anflug sind die Gewitterblitze am Horizont zu sehen. Die Sukhumvit, Bangkoks große Einkaufsstraße, versinkt im tropischen Regen. Lasse und ich haben uns verabredet in einem burmesischen Teehaus. Mehr als 3 Jahre haben wir uns nicht gesehen, seitdem sie aus Myanmar geflüchtet ist. Lasse hat es gerade noch geschafft, ihr Vater dagegen, ein bekannter Journalist in Myanmar, wurde von Soldaten aus dem Bett geholt und verhaftet. Er sitzt jetzt seit vielen Monaten im Gefängnis. Es ist ganz schön viel passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, stimmt's? Ja, der Putsch, dann Corona. Nach dem Putsch hat sich alles verändert. Myanmar steht Kopf. Nicht nur mein Leben, sondern das Leben von Millionen Menschen in Myanmar. Du lebst ja jetzt in Thailand. Kannst du dich an den Moment erinnern, als du dich entschieden hast, Myanmar zu verlassen? I want to stay as long as I can. But the moment when my father got arrested, ich wollte so lange bleiben, wie es nur ging. Aber als mein Vater verhaftet wurde, habe ich mich entschieden zu fliehen. Das Militär hat nach Familienangehörigen gesucht. Außerdem habe ich mit meinem Vater zusammengearbeitet, E-Mails geschrieben. Es war nicht mehr sicher für mich, dort zu bleiben. Deshalb musste ich weg. So I no longer feel secure to stay there anymore. So I had to leave, Your dad is still in prison. Dein Vater ist im Gefängnis. Weißt du, wie es ihm geht? Ja, wir haben ein bisschen was über seinen Gesundheitszustand erfahren. Er muss an seiner Nase operiert werden. Aber das ist im Gefängnis nicht möglich, da er ist auf Medizin angewiesen. Wir versuchen ihm, die nötigen Medikamente zu schicken, aber sie limitieren die Lieferung ins Gefängnis. Daher kann er im Gefängnis gar nicht richtig behandelt werden. So there is no also proper
medical treatment inside that prison. Yeah. Hast du die Hoffnung, dass es irgendwann einmal eine Amnestie für Gefangene geben könnte und auch dein Vater freigelassen wird? Do you have a hope that this maybe can happen? Yeah, we have been hoping a lot about that, but and also in the earlier stage after the coup. Ja, natürlich. Anfangs haben wir nach dem Putsch noch auf eine Amnestie gehofft, weil er ein ziemlich bekannter Autor und Journalist ist. Aber ich glaube nicht, dass das Militär ihn freilässt. Er hat das Militär wirklich kritisiert. Ebenso wie General Min An Lai. Ich glaube, er hat kaum Chancen, dass das Militär ihn bald laufen lässt. Du bist nach Thailand geflohen. Wie ist dir das gelungen? It's quite a long journey. I mean, not long, but for mentally, I felt like it was taking forever, you know, just to cross the river. But es war eine ziemlich lange Reise, nicht zeitlich betrachtet, sondern mental. Man muss nur den Grenzfluss überqueren. Trotzdem fühlte sich das an wie der längste Moment meines Lebens. Es war das erste Mal, dass ich eine Grenze illegal überquert habe. Deshalb hatte ich große Angst und Sorgen. Ich war unsicher. Meine ganze Zukunft war in diesem einen Boot. Deshalb war das wirklich ein belastender Moment für mich. Stressful moment for me. So, yeah, a lot of my friends also had to flee to Thailand as well because. Aber auch für eine Menge meiner Freunde, die nach Thailand fliehen mussten. Ihre Namen standen auf Listen, um zum Militär einberufen zu werden. Daher kamen sie aus dem gleichen Grund nach Thailand wie ich, ohne zu wissen, wie es in der Zukunft weitergeht. How do you imagine? Wie stellst du dir denn deine Zukunft vor? I don't know. Right now I'm still working on. Ich arbeite immer noch daran, woran ich glaube, etwas, das Einfluss auf mein Land hat, auch wenn mein Beitrag dazu nur sehr gering ist, damit sich etwas ändert. Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht. Im Moment muss ich einfach von Tag zu Tag leben. Das ist mein Alltag. Wie geht es weiter mit Myanmar? Die Frage beschäftigt uns. Und noch eine Frage. Wo ist eigentlich Aung San Suu Kyi, eine der wichtigsten politischen Figuren im Land? Aung San Suu Kyi, ein Name, bei dem man sich leicht verhaspeln kann. Die Kurzform Suu Kyi geht schon besser über die Lippen. Suu Kyi ist die Tochter des Staatsgründers Aung San, der von den Generälen einst entführt und ermordet wurde. Suu Kyi selbst wurde jahrelang von den Militärs unter Hausarrest gestellt und sogar ins Gefängnis geworfen. Für ihre Standhaftigkeit wird ihr der Friedensnobelpreis verliehen. Von vielen Menschen in Myanmar wird sie abgöttisch verehrt. Und so gewinnt sie die ersten freien Wahlen im Jahr 2014. Für ihr Schweigen bei der brutalen Vertreibung muslimischer Rohingya dagegen durch das burmesische Militär wird sie international kritisiert. Nach dem Putsch vor 3 Jahren wird Suu Kyi zu jahrelanger Haft verurteilt. Seitdem weiß kaum jemand, wie es ihr geht. Ist ihre politische Karriere am Ende? Das will ich wissen von unseren Korrespondenten in Singapur. Christiane, Aung San Suu Kyi, was ist deine Einschätzung? Welche Rolle spielt sie noch? Ich denke, Aung San Suu Kyi ist weiterhin eine Ikone der Freiheit. Ich glaube schon, dass es immer noch viele Menschen in Myanmar gibt, die auf sie setzen. Aber diese Hoffnung, die schwindet natürlich mit jedem Jahr. Also die Lady, wie sie auch genannt wird, ist 79 Jahre alt, ist zunächst für 33 Jahre verhaftet worden vom Militär. Das wurde dann um ein paar Jahre reduziert, aber es ist eben wirklich schwierig abzuschätzen, ob sie jemals wieder aus dem Gefängnis rauskommt und überhaupt eine Rolle in der Politik spielen kann. Sie hatte an ihrem Geburtstag ein wenig Unterstützung wieder bekommen in den Provinzen, die von den jeweiligen ethnischen Rebellenarmeen kontrolliert sind. Gab es so etwas wie Geburtstagsglückwünsche für sie? Das sind die Zeichen dafür, dass sie eigentlich noch eine Rolle spielt. Und dass es sozusagen im Untergrund auch weiter sehr viel Unterstützung gibt für die Demokratiebewegung und für sie. Aber man muss auch sagen, die Menschen wissen natürlich, jemand mit 79, welche Rolle könnte der überhaupt, sollte es wieder eine Form von Transformation, eine Form von einem neuen Myanmar geben, welche Rolle könnte sie eigentlich darin noch spielen? Christiane, Florian, was würdet ihr denn sagen? Wie geht es jetzt weiter in Myanmar?
endloser Bürgerkrieg? Das ist eine schwierige Frage, ne? Wenn wir das wüssten, wir wissen es einfach nicht. Ich glaube, diese Euphorie, die wir letzten Herbst hatten, als die unterschiedlichen Armeen sich zusammengeschlossen haben, irgendwie gemeinsam Landgewinne hatten, da sah es so aus, okay, das könnte irgendwie wirklich ein Ende in einem Kriegserfolg der Rebellen geben. Das sieht im Moment jetzt nicht mehr so danach aus. Ich glaube, das, was wir hören, ich glaube eher, dass es, wenn eine möglicherweise Transformation innerhalb des Landes geben wird, dass möglicherweise der Militärchef Min Aung Hlaing abgesetzt wird und dadurch sich Tore öffnen für eine Veränderung, für einen Wechsel. Ich glaube nicht, dass es so einen Paukenschlag geben wird, weder kriegerisch noch plötzlich eine Übernahme von, sage ich jetzt mal, demokratischen Kräften. Aber wir wissen es alle nicht. Und wenn wir uns anschauen, wie es den Menschen geht, kann man einfach immer nur hoffen, dass es einfach nicht noch jahrelanger Bürgerkrieg ist, sondern dass es irgendwann in absehbarer Zeit dazu einfach einer Veränderung hin zu einem besseren Zustand für die Gesellschaft und eben auch einen politischen Step gibt. Es gibt ja eine Regierung, eine Schattenregierung, die sich für diesen Tag schon vorbereitet, diesen Tag X, richtig? Ja, und das finde ich jedes Mal wieder total spannend, wenn man da hört, wie geheim eigentlich, dann allerdings auf internationaler Bühne auch sichtbar, sich Menschen aus der jetzigen Opposition, die ja eigentlich noch vor gut 3 Jahren in der Regierung waren, organisieren und sicherlich auch so eine Form von Roadmap entwickelt haben. Was passiert eigentlich, wenn sich Türen, Tore öffnen? Wie können wir den Staat hier ganz schnell wieder zu einem demokratischen Staat aufbauen? Und ehrlich gesagt ist das etwas, was ich wirklich großartig finde, wenn ich auf Myanmar gucke, dass es trotz dieses grauseligen Bürgerkriegs diese Parallelstruktur und diese Intellektuellen im Land weiterhin gibt, die versuchen, wirklich sich vorzubereiten für diesen Tag. Eine Gelegenheit zu finden, im Lauf der Geschichte vielleicht das Ruder dann doch rumzureißen, ne? Florian, es gibt diese nationale Einheitsregierung, aber dieses Land ist ja im Grunde alles andere als einig. Das ist ein Vielvölkerstaat. Genau, es gibt mehr als 130 verschiedene Ethnien und Volksgruppen, teilweise mit unterschiedlichen Sprachen und Traditionen. Und die sind so unterschiedlich, da ist die Frage, sind die sich auch noch so einig, wenn die Militärregierung abtritt und wenn der gemeinsame Feind nicht mehr da ist? Haben die dann wirklich ein gemeinsames Interesse, einen Staat aufzubauen und da eine Demokratie aufzubauen? Oder geht es denen mehr um ihre regionalen Interessen? Und deswegen wird es sehr kompliziert, dieses Militärregime zu besiegen. In letzter Zeit hört man, dass die Oppositionsgruppen, diese ethnischen Armeen, in die Offensive gegangen sind und wohl auch sehr erfolgreich, obwohl sie eben nur so Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg haben, ne? Ist dem Glauben zu schenken? Da ist auf jeden Fall was dran. Es gibt immer wieder Gewinne und Erfolge für die Rebellen. Zum Teil haben die sich ja auch zusammengeschlossen. Die kämpfen nicht mehr alle alleine für sich und für ihre Interessen und alleine gegen die Militärjunta, sondern teilweise auch mit 2, 3 Rebellenorganisationen zusammen. Und da gelingt es ihnen teilweise, Stützpunkte einzunehmen, Grenzposten einzunehmen. Letztens ist es ihnen sogar gelungen, eine große Grenzstadt unter ihre Kontrolle zu bringen, Miawadi, an der Grenze zu Thailand. Aber nur ein paar Wochen später hat das Militär da wieder die Macht übernommen. Und das zeigt, wie schwierig das ist und wie fragil und wie kompliziert und wie mühsam auch für die Rebellen gegen das Militär zu kämpfen, weil die Militärjunta besitzt ja auch Kampfflugzeuge, moderne Drohnen, Artillerie. Und hat überhaupt keine Skrupel, die auch einzusetzen. Genau, und die ist den Rebellen rein militärisch und von der Ausrüstung her weit überlegen. China hat eine gemeinsame Grenze mit Myanmar. Ich kann mir vorstellen, dass die auch überhaupt gar keinen Bock haben auf einen langen Krieg in ihrer Nachbarschaft. Mein Eindruck ist, China geht es vor allem um Stabilität und Ruhe im Land. China geht es nicht unbedingt darum, dass es jetzt wieder eine Demokratie gibt oder Frieden und Freiheit, sondern China hat ganz entscheidende geopolitische und wirtschaftliche Interessen. Man muss sich mal die Landkarte angucken und sich fragen, wo gehen eigentlich die ganzen Warenströme entlang von China Richtung Europa? Das ist meistens von der chinesischen Küste durchs südchinesische Meer, an Singapur vorbei, durch die Straße von Malakka in den Indischen Ozean und dann weiter Richtung Europa. Wenn man jetzt weiter auf die Landkarte guckt, dann sieht man, dass zwischen China und dem Indischen Ozean nur ein Land ist, nämlich Myanmar. Und da wäre es doch praktisch, denkt sich die Führung in Peking,
Man hätte einen direkten Zugang zum Indischen Ozean, der durch Myanmar führt, und deswegen investiert China massiv in die Infrastruktur. Und deswegen hat China ein großes Interesse daran, dass diese Infrastruktur und diese Warenströme, die da fließen, dass die nicht gestört werden. Deswegen versucht China zum einen mit der Militärregierung in Myanmar als auch mit den Rebellen, vor allem in der Grenzregion zu China, zu verhandeln, zu kooperieren, Einfluss auszuüben, damit diese Kämpfe beendet werden, damit diese Warenströme eben nicht behindert werden. Tja, man kann nur hoffen, dass dieser schreckliche Krieg bald zu Ende geht und die vielen Menschen, die unschuldig in den Kerkern der Generäle sitzen, irgendwann wieder freikommen. Das wünsche ich mir besonders. Danke euch, Christian Justus und Florian Barth, unsere beiden Korrespondenten für Südostasien, Lars He, unsere burmesische Kollegin. Das war der Weltspiegel-Podcast. Für mehr von uns klickt euch rein in die ARD-Audiothek und in die ARD-Mediathek. Wirklich spannende Filme und Recherchen unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten, die findet ihr aber auch in unserem YouTube-Channel und sogar bei Insta und bei TikTok. Reinklicken. So, und dann habe ich noch einen Tipp für euch. Heute ein Podcast, der euch spannende Perspektiven auf die unterschiedlichsten Themen ermöglicht. Der Tag. Ein Podcast, in dem Menschen zu Wort kommen, die unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema haben. Der Tag sucht Antworten, beleuchtet Hintergründe und ordnet Themen ein. Da geht es um ganz unterschiedliche Themen aus Politik, dem gesellschaftlichen Leben. Also es lohnt sich mal reinzuhören, um sich inspirieren zu lassen, Dinge besser zu verstehen oder um die Perspektive auf ein Thema einfach mal zu wechseln. Können wir euch sehr empfehlen. Ihr findet den Podcast in der ARD Audiothek. So, das war's jetzt aber wirklich von uns. Danke fürs Zuhören, sagen Nicole Bühlhoff, Udo Schmidt, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.